Wir sind zurück in der Innovationshalle mit Baustelle Zukunft, Startups auf der Bauma. Und wir sind jetzt bei dem Startup, was garantiert den allerschönsten Demonstrator auf der ganzen Messe hat. Wir sind bei PreML und David Fehrenbach. Hi David, grüß dich. Servus, grüß dich. David, was macht ihr bei PreML? Also wir bei PreML, wir automatisieren die visuelle Qualitätsprüfung. Das heißt, vielleicht bisher hat sich jemand einen Bauteil angeguckt und entschieden, ob es in Ordnung ist oder nicht in Ordnung und so dann einen Sortiervorgang zum Beispiel eingeleitet. Und wir möchten eben den ganzen Vorgang automatisieren und dazu nutzen wir eben Kamerabilder und künstliche Intelligenz. Jetzt habt ihr einen richtig schönen Demonstrator, mit dem ihr das hier zeigt. Kannst du mir das mal daran genau erklären, wie das funktioniert? Natürlich. Im Tunnelbau ist es so, da ist eine Maschine, die bohrt quasi ein Loch. Und gleichzeitig kleidet sie die Tunnelinnenwand mit Betonsegmenten aus. Und hier sieht man eben diese Fütterung der Maschine mit Betonsegmenten. Wir haben dann zwei Kameras angebracht, die filmen den ganzen Vorgang und werten dann die Bilddaten aus. Das läuft dann über künstliche Intelligenz. Da geht es dann viel um Oberfläche, also Risse im Beton, Abplatzungen an den Ecken, Kanten, Dübel, die fehlen, Dichtung, die weghängt. Und die ganzen Daten, die werden dann eben mit einer KI verarbeitet, um eben die Fehlstellen zu finden und laufen dann in die Datenbank und von dort können die weiterverarbeitet werden, um eben einen Sortiervorgang etc. oder jemanden zu benachrichtigen, einzuleiten. Ja. Das ist jetzt schon so richtig zukunftsträchtig. Wenn du jetzt aber nochmal deutlich weiter in die Zukunft schaust, nämlich ins Jahr 2040, was ist da deine, was ist eure Vision für dann vielleicht die Tunnelbaustelle 2040? Ja, wir glauben, dass es so ist, dass jetzt am Anfang, da wird sich viel darum drehen, die Daten erstmal richtig aufzubereiten, die da sind und die auch alle zusammenzuführen. Und wenn das mal gemacht ist, dann kann ich mir gut vorstellen, dass zum Beispiel im Tunnelbau, da geht es viel um autonome Maschinen, die dann komplett autonom den ganzen Vorgang durchführen. Das ist dann auf jeden Fall möglich, glaube ich, bis 2040. Und die Tunnelbauindustrie, die hat auch lange Zeithorizonte. Da geht es oft um 100, 200 Jahre, die der Tunnel existieren muss. Aber ich denke, der erste Schritt ist auf jeden Fall erstmal die Daten zusammenzuführen. Also jetzt haben wir schon richtig weit in die Zukunft geschaut, weiter als 2040. Ich danke dir herzlich. Das ist wirklich toll, wie ihr das hier präsentiert. Und ich kann nur alle einladen, hier in die Innovationshalle an euren Stand Nummer 509 zu kommen. Und ja, wünsche dir von Herzen noch eine erfolgreiche Bauma. Ja, freut mich. Vielen Dank fürs Vorbeikommen.